Ich weiß nicht, ob man das jetzt gleich merken wird, aber meine letzte Aufnahme ist ganz schön lange her. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, in welcher Zone ich mich gerade befinde. Aber ich glaube, ich habe hier ungelöste Puzzle, wenn ich mir dieses Schild so ansehe. Und auch 3 Sterne waren hier. Eieieiei. Daran konnte ich mich auch nicht erinnern. Noch keinen davon gefunden? Na, großartig. Ich habe bestimmt dieses Schild schon gelesen. Das ist so prominent. Das kann ich nur schon gelesen haben. Dann schauen wir uns mal kurz ein bisschen hier um. Das ist ein schönes Löchlein. Habe ich das hier schon gelesen? Seht ihr, ich weiß nichts mehr. Ja, ich habe es gelesen. Ups. Das ist nicht mal mehr, wie man den Computer beendet. Aber ich weiß noch, wie man sprintet. Okay. Wir gehen jetzt erstmal hier rein und schauen mal, was man hier... Ganz nah und gestört? Okay. Was man hier so alles lösen kann. Da drüben ist das Puzzleteil und der Ausgang. Hier haben wir Kisten. Und eine Anhöhe. Diese Anhöhe ist doch sehr mysteriös. Ich würde also erstmal mit Folgendem beginnen. Ein Klassiker. Wenn ich das jetzt wegnehme, bin ich dann tot? Ziemlich sicher. Wahrscheinlich muss ich da oben drauf. Aber von hier kann ich es nicht nehmen. Ach. Menno. Das ist aber gemein. Also ich glaube, ich bin tot, wenn ich das Ding nehme. Ich meine, ich kann es einfach mal ausprobieren. Es tut ja jetzt nicht viel. Tut ja nicht viel zur Sache. Ja. Genau, hat nicht lange gedauert, bevor es jetzt doch klappt, wollte ich das einmal ausprobieren. Aber es hat meinen Erwartungen entsprochen. Schauen wir mal. Es sieht fast so aus, als käme man wieder ein bisschen geschickt hier vielleicht über die Mauer. Und da 2 Kisten stapelt. Bringt natürlich nichts. Aber vielleicht geht es an einer anderen Stelle. Hier zum Beispiel. Und außerdem ist diese Anhöhe ja nicht ohne Spaß da. Aber wenn ich so ein... Okay. Wenn ich das auf der Kiste draufstehend nehme, werde ich auch getötet. Und ich nehme auch an, 2 Kisten sind auch zu viel. Am liebsten hätte ich es von seinem Kopf ausgenommen. Aber das... Ja. Oh, das geht. Oh, sehr gut. Dann... Haben wir den Teil schon mal erledigt. Jetzt kommen wir hier rein, können aber den Jammer nicht mitnehmen. So, und dem was auf den Kopf zu stellen, bringt höchstens was, wenn ich vielleicht dann nachher damit darüber rausspringen möchte. Das könnte sogar gehen. Ich glaube, von seinem Kopf aus müsste ich hier runterspringen können. Vielleicht bringt es was, will ich nachher ausprobieren. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir den Level lösen. Okay, wir haben hier einen Connector, wir haben ein Geschütz und so ein Teil wieder. Wir haben noch einen Connector. Hier drüben. Und wir haben eine Notwendigkeit von blauem Strom, um an das Puzzleteil zu kommen. Es kann also noch nicht so einfach sein, dass wir das einfach mal reinmarschieren. Im Prinzip muss ich auf irgendeine Art und Weise den Jammer hier rüberbringen. Ich kann aber das Tor nicht von innen öffnen. Also wenn ich den Jammer rüberbringen kann, kann ich hier Dinge auf seinen Kopf stapeln. Ah, ich habe eine extra Kiste, ja, das reicht doch. Ne, warte mal, die hab ich schon drüben mitgebracht, oder? Ja, die habe ich schon drüben mitgebracht. Ach, jetzt verwirre ich mich schon wieder selbst. Was ich sagen wollte, ich kann Dinge auf seinem Kopf stapeln. Ich probiere das mal gerade aus. So. Und das Teil da drüben wird mich aber weiterhin erschießen, wenn ich da jetzt versuche durchzukommen durch den Gang. Das heißt, das muss ich vorher deaktivieren mit Hilfe meines Jammers. Und dazu muss ich den Jammer aber erstmal da drin bringen. Gut, da wäre auch die Möglichkeit, dass ich mit dem Jammer drüber springe, richtig? Also wenn ich das hier... Wenn ich das hier auf seinen Kopf stelle, und jetzt nehme ich mir den Jammer mit. Das können wir mal ausprobieren. Ich denke, ich komme mit dem Jammer da raus.
Das müsste gehen. Jetzt will ich aber erstmal auf ihn hier oben drauf. Ah! So, wie habe ich das Ding eben abgeholt? Ich habe hier einfach zwei Kisten gestapelt, richtig? So, genau, genau. Jetzt habe ich gesagt, ich will das da drauf stapeln. Und die da schon mal reinbringen. Ich glaube nicht, dass das die gedachte Lösung ist, allein aus dem Grund, dass ich nicht per Leertaste da hochspringen kann auf seinen Kopf. Was normalerweise bei den gedachten Lösungen immer geht. Ja, ich habe das Gefühl, da komme ich einfach nicht hoch genug. Entsprechend übersehe ich wahrscheinlich irgendwas, aber probieren möchte ich es trotzdem nochmal. Nur um rauszufinden, ob es denn überhaupt geht. Von hier aus sollte das zu machen sein. Yep. So, und von da aus könnte man da unter Umständen rüberkommen. Ich probiere das mal gerade. Das interessiert mich so sehr. Interessiert mich mehr als das Puzzle an sich. Hup! Oh, klappt nicht. Weil jetzt bin ich jetzt auch nicht sicher, ob das eine unsichtbare Wand war oder ein zu schlechter Sprung von mir. Gibt's noch irgendeinen anderen Weg, diese Tür offen zu halten? Ich bräuchte den zweiten Jammer. Ja, eigentlich muss ich da irgendwie drüber klettern. Also so... Ich hab so das Gefühl, ich habe bei dem Level noch irgendwas übersehen. Deswegen schaue ich mich gerade nochmal um. Es wird entweder eine haarige Kletteraktion oder mir fehlt irgendein Teil. Das Ding erschießt mich definitiv, wenn ich da reingehe. Okay, okay. Es gibt wieder so eine Option, die vielleicht eine Möglichkeit wäre. Ich muss nochmal gerade nochmal die Kiste entgegennehmen. Angenommen, ich stelle Kiste Nummer 1 hier drauf ab. Und dann nutze ich Kiste Nummer 2 als Blocker. Geht das? Nein, das dürfte nicht gehen. Ich glaube nicht, dass das geht. Ob das geht? Verrückt. Das Ding sieht mich auch überhaupt nicht. Ah, da sieht's mich denn aber. Wenn ich abspringe, sieht's mich. Hä? Warum sieht mich das denn nur auf dem Boden? War das schon immer so? Das ist ja verrückt. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Frage ist, was mache ich jetzt, wenn ich auf die andere Seite komme? Mist, zu spät. Ah, ich könnte natürlich auch Strom, aha. Da drüben ist ein Ventilator, da kann ich auch drauf springen. Verrückt. Hm. Gut, dann werde ich das einfach mal ausprobieren. Hopp. Okay. Boah, ich meine, ich kann das nicht sehen von hier aus. Das heißt, da kann ich auf keinen Fall den Strom aufstellen. Ich kann jetzt hier runterspringen. Ach nee, das ist ein Stern. Hä? Das wäre ja einfach. Also der Stern ist leichter als das Puzzle hier. Mal ganz im Ernst. Bei dem Puzzle habe ich keinerlei Idee. Der Stern zeigt sich mir einfach so. Thank you.
kann hierher springen. Aber selbst von hier aus kann ich drüben dieses Zielteil nicht sehen. Was bedeutet, ich müsste... Also ich weiß noch gar nicht, wo die Position sein soll, wo ich die Konnektoren hinstelle. Eigentlich müsste ich einen hier draufstellen. Ja, warte mal. Hüpp! Ah, nein, 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 nein! Oh doch, ja, genau so. Genau so. So. Kriegt das jetzt genug Strom? Das könnte ja schon reichen. Da muss ich gar nicht rüber. Ach, das geht ja super schnell auf. Okay. Ja, war doch leichter, als ich gedacht habe. Wie viel Zeit habe ich jetzt damit verschwendet? Uiuiui. Na, immerhin haben wir einen Stern gekriegt. Also, oh, kann man sagen, dass es sich gelohnt hat. Richtig? Richtig. Stimmt mir zu. Ah, die Zeit vergeht wie im Fluge. Ah, das ist wieder eine Rückspulpuzzle. Wenn sich dir ein Siegel entzieht, mach einfach weiter. Erfolg und Misserfolg sind irrelevant. Blödsinn, Samsara. Ich stimme dir überhaupt nicht zu. Ich habe es gelöst. Ich dachte, es wäre unmöglich zu lösen, also bin ich weggegangen und habe was anderes gemacht. Und dann ist mir die Lösung plötzlich eingefallen. Ich muss darüber nachgedacht haben, ohne mir dessen bewusst zu sein. Das heißt, du bist kein Mensch, richtig? Weil ein Mensch hätte ja Bewusstsein. Das haben wir doch schon ausreichend gelernt. Okay, schauen wir uns mal kurz um. Also, hier ist roter Strom. Hier wird roter Strom benötigt, um diesen Ventilator zu aktivieren, den man auch nehmen könnte, was ich mal gerade tun möchte. Was ist in diesem hinteren Teil alles? Ach so, das Ziel. Ein Konnektor, den nehme ich mir mal mit, der bringt mir hier eh noch nichts. Das hier sieht fast aus wie eine Treppe. Da komme ich aber nicht hoch. Außerdem kommt mir dieser Level sehr bekannt vor. Habe ich den nicht schon gemacht? Hä? Habe ich den nicht schon gemacht? Wird's doof? Den habe ich doch schon gemacht. Das ist doch derselbe Aufbau wie letztens. Also, hey, habe ich wohl auch noch nicht gemacht. Hm. Also aber sehr, sehr ähnlich. Da hat man so ein Level, wo ich hier hinten einen hingestellt habe, einen Connector, und dann da drüben einen, und dann habe ich da irgendwie ums Eck rumgemogelt. Naja, scheint ja hier nicht unbedingt zu gehen. Also schauen wir mal, wenn wir das hier machen. Können wir hier das Rad einsetzen, dann können wir hier hochfliegen. Die Burg da oben sieht auch ganz nett aus. Fast so, als könnte sich da drin was verstecken. Ah! Oh. Die Worte erschufen die Welt. Ich bin diese Worte. Die Worte sind alles. Wo die Worte auf. Ich habe die Grenze der Welt erreicht. Ich dachte jetzt, hier wäre ein Stern. Das wäre schön gewesen. Auch nicht schlecht. Ich kann hier hoch. Kann ich hier oben irgendwas machen für das Puzzle? Das wäre ganz lustig. Ah, sieht nicht so aus. Okay, und wie immer haben wir das übliche Problem. Was war zuerst da, der Strom oder der Wind? Wenn ich jetzt hier versuche, das Singen, also die Kiste da drauf und dann das Teil oben drauf, damit es da hochfliegt, dann ist mir das Problem weg, dass das Tor dazu ist. Das heißt, ich müsste zuerst mal die Aufnahme starten, damit alles so bleibt, wie es ist. Und vielleicht ein bisschen mit der Aufnahme hier draufstehen. Ich brauche wahrscheinlich ein, zwei Testruns, bevor das hier klappt. Ist ja üblich bei dieser Art Puzzle. So, und was ich hier außerdem brauche ist... Ja, eins, ich sehe schon das erste Problem. Das Ding ist natürlich noch an, das darf nicht sein. Wenn ich hier wirklich stapeln will, muss das aus sein. Das bedeutet, ich möchte eigentlich die Kiste da drauf stellen und das Ding durchaus anmachen, aber erst ein bisschen später. Jetzt zum Beispiel. Und nachdem das erledigt ist, gucken wir mal gleich weiter. Das muss erstmal reichen, soweit. Okay, so, Kiste da drauf. Stromconnector.
kommt hier oben drauf. Und jetzt macht mir mein Freund gleich den Wind an. What? Ach, das war ja blöd. Es war im eigenen Strahl gestanden. Es müsste besser gehen aus einer anderen Position. So zum Beispiel. So. Wenn ich das jetzt abspiele, müsste der doch schon hier dafür sorgen, dass alles in Ordnung geht. Ja, viel besser. Okay, das hätten wir soweit. Es ist natürlich noch ein Problem, ich habe das Ding nicht ans Zielteil angeschlossen. Ich glaube, das ist das Einzige, was mir gerade fehlt, damit ich das hier gelöst habe, richtig? Also stellen wir es mal kurz hier drauf. Dann muss ich den Level gleich neu starten, aber ist egal, das kriegen wir schon. Ja, da ist die Sicht super gut, also das kann man definitiv sehen. Das heißt, das wäre das Einzige, was mir gefehlt hat. Okay, dann haben wir das gelöst. Okay, ah, ich kann hier drüber klettern, muss ich den Level nicht neu starten. Ich muss jetzt lediglich das Ding hier entfernen. So. Bauen wir das wieder zusammen. Und bei dem Teil stellt sich lediglich das Problem, dass wir den Connector anschließen müssen. Das ist aber kein großes. Also wir wollen den, den und schlussendlich noch den hier haben. Und da mir ja jemand netterweise, dankbarerweise gezeigt hat, wie ich das Ding so wieder aufnehmen kann, dass diese Verbindungen stehen bleiben, haben wir da jetzt überhaupt kein Problem. Wundervoll ist das. So, die Kiste hier hin, das Stromteil hier hin, dann stellen wir uns da drauf, warten einen Moment, dass mein Freund durchgehen kann und zack. Moment mal, ist die Linie weg? Nein, die Linie ist noch da, das ist nur sehr schwer zu sehen. Okay. Das müsste schon alles gewesen sein. Super, war ja nicht so schwer. Was redet denn Samsara da? Es scheint, als ob die anderen einen Weg gefunden haben, ihre vorherigen Inkarnationen zu vergessen. Aber ich kann das nicht. Meine Version mag sich ändern, aber ich erinnere mich an alles. Ich bin gesegnet. Sie können nicht sehen, dass ihre Bemühungen zwecklos sind. Samsara, V7231074N. Samsara, es ist echt so ein Pessimist. Oh, war da was da hinten dran? Nein. Die Antwort ist nein. Ich komme über die Mauer. Gut, wenn ich über die Mauer komme, komme ich natürlich auch mit Zeug über die Mauer. Ist hier ein Ausgang aufgegangen? Ich fürchte nicht. Ein Ausgang wäre hier drüben gewesen. Na gut. Okay, im Prinzip gibt es hier noch die zwei weiteren Sterne, die ich noch nicht gefunden habe. Aber wie üblich würde ich sagen, da ich noch keine Spur von denen gesehen habe, oder mich zumindest nicht daran erinnere, dass ich in den anderen Levels eine Spur von denen gesehen hätte, machen wir die wieder als Bonussterne, denn die Puzzle sind durch. Ich fürchte, die Schlange hat deinen Geist mit seinen gottlosen Gedanken vergiftet. Aber du kannst noch Vergebung erlangen, mein Kind. Du kannst immer noch die Pforten der Ewigkeit öffnen, wenn du die Siegel suchst. Alles klar, Papa. So, wir sind in Nummer 6. Ich will jetzt gar nicht mehr so lange machen. Elohim redet davon, wie die Welt den versteckten Worten entsprang. Was ist, wenn diese Worte und es gäbe ewiges Leiden war? Was, wenn sie keinen anderen Zweck hatten? Was, wenn all dies nur aus dem Müll einer toten Welt geschaffen? Unsere Bestimmung kann nur erfüllt werden, wenn wir nicht über die Bestimmung nachdenken. Ach, Samsara geht mir auf den Keks, schiebt mit seinem Pessimismus, Samsara mit ihrer Aufgebementalität. Ein paar sind hier ganz nett. Oh, was ist denn da los? Da brauche ich wohl die Axt. Ich probiere mal, ob ich die Axt damit reinnehmen kann. Wo ist denn mein Teleport? Hä? Wo komme ich denn jetzt her? Nein, warte mal. Hä? Da.
Okay, die Axt, die Axt. Die Axt im Level erspart den Zimmermann. Okay. Ach nee, meine Axt ist weg. Hey, das ist unfair. Ich kann mal ja ganz kurz probieren, ob ich den Barcode mit dem Handy scannen kann. Ich fürchte, der ist zu verdeckt, auch wenn die Fehlerkorrektur drin haben. Ist da normalerweise bei der wenigen Coverage nicht viel zu machen. Oder? Ja, ja. Nee, da fehlt das dritte Eck, das kann er nicht. Kann er nicht erkennen. Also da muss ich irgendwie schaffen, die Axt mit reinzubringen. Okay. Habt ihr denn hier überhaupt Sterne? Ja, einen. Gucken wir mal ganz kurz noch, ob unser lieber Freund in der Nähe ist. Nein, nur ein paar Dateien. Glaube. Verstreute Gedanken um Mitternacht. Man kann nicht an einen liebenden Gott glauben. Warum sollte der ihm einem Schmerzen zufügen? Und Kindern Schmerzen zufügen. Da kann ich auf der Kanzel stehen und solche Dinge predigen, die er nicht in seinem Herzen fühlt. Ja. Danke, E-Mail. Liebe Alexandra, wir nähern uns zum Ende. Ich wollte dich wissen lassen, wie sehr ich die Chance meiner Arbeit an Soma Talos zu beenden schätze. Der Tod ist für mich, durch meine Religion, ein weniger schlimmes Schicksal, als er das für andere ist. Ich weiß, dass wir alle schon viele Male gestorben sind, aber der Gedanke, unvollendete Arbeit zurückzulassen, lastet schwer auf mir. Dafür, dass du mich von dieser Last befreit hast, werde ich dir ewig dankbar sein, auch wenn unser Versuch am Ende scheitern sollte. Obwohl es Milliarden von Welten neben dieser hier gibt, hoffe ich doch, dass wir uns auf einer von ihnen wieder treffen werden. Mit Liebe? Tja, diesen Namen könnte man jetzt übersetzen. Sun Wei Yang vielleicht. Menschliche Seele. Alle Maschinen werden auf einen Augenblick vernichtet. Es ist nur noch der nackte Körper des Menschen übrig, Liebe. Und dann? Was wäre dann? Dann würden wir alle innerhalb von 6 Wochen aussterben? Ein paar elende Individuen könnten verweilen? Aber würden in 1-2 Jahren schlimmer als Affen sein? Die Seele des Menschen existiert durch Maschinen? Das klingt aber auch sehr, sehr abenteuerlich. Okay, bevor ich mich hier in Level stürze, müssen wir leider einen Folgenschnitt in Kauf nehmen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!